Jo Leute, ich bin Multi und willkommen zum zweiten Teil von Applied Logistics 2 Modspotlight. Wir haben das letzte Mal uns die Seeds hier angeschaut und ich nehme die jetzt mal raus und wir sehen, die sind jetzt gewachsen zu 6%. Und das wird noch uns das gesamte Modspotlight beschäftigen, bis diese wahrscheinlich gewachsen sind. So, dieses Mal möchte ich mit euch bereits ein bisschen zu den Speichereinheiten gehen. Und zwar gibt es ja diesen Cirrus Quartz Dust und den bekommt man ja einerseits über den Maserator hier, aber es gibt auch die Möglichkeit, Applied Logistics einfach nur so ans ganz einfachen Mod, außer sonst keinem einzigen Mod zu installieren, was eigentlich keinen großen Sinn machen würde, aber es gibt da trotzdem eine Möglichkeit, wie das geht, nämlich wenn wir diesen Quarz Grindstone bauen. Hier, da wird da ein bisschen aus Nether Quarz oder Charged oder Certus Quarz gebaut. Wird garantiert jeder schaffen. Dann kann man den zum Beispiel hier mal aufstellen und dann braucht man noch diesen Wooden Crank, der wird aus ganz wenig Sticks gecraftet. Dann kann man den da reinstecken und dann kann man da zum Beispiel einen Certus Quartz Crystal oder einen Charged Certus Quartz. Das sollte eigentlich auch gehen. Ne, okay, Charged Certus Quartz Crystal kann man nicht, aber dann kann man da ein bisschen drehen, drehen, drehen. Das war auch gar nicht lange und man hat Certus Quartz Dust. Dann gibt es dann auch diesen Fluix-Dust hier, den wollte ich mir nicht geben. Hier wird ebenfalls angezeigt Fluix-Crystal im Maserator. Wenn wir uns jetzt mal so einen geben, können wir den natürlich auch hier reinschmeißen und wir werden ebenfalls Fluix-Dust bekommen. Aber wie kriegt man denn überhaupt diese Fluix-Crystal? Denn dafür gibt es nicht wirklich ein Rezept. Dazu kommt jetzt etwas Neues. Und zwar, wir brauchen Charged Certus Quartz, Nether Quartz und Redstone. So, das sind die drei Komponenten für einen Fluxcrystal. Und diese schmeißen wir jetzt da rein. So, und jetzt seht ihr, die verwandeln sich sofort in Fluxcrystal und man kriegt immer zwei davon raus. Also ein Redstone plus ein Nether Quartz plus ein Charged Certus Quartz ergibt zwei dieser Fluxcrystal. Mit diesen Fluxcrystal kann man jetzt einiges machen. Zum Beispiel, ja, da kommen wir später dazu, aber das hier: MA Glass Cable Flux. Und zwar, ja, das werden wir jetzt brauchen, denn ich möchte in die nächste Einheit gehen. Und das ist jetzt eigentlich das Grundprinzip von Applied Logistics, nämlich das Speichern von Items. Also ich würde als erstes beginnen mit dieser MA Chest. Die ist ganz simpel, hat im Moment auch noch keine Funktion, denn die braucht zuerst Strom. Und dazu können wir diese Energy Cell nehmen. Die wird jetzt eben aus Certus Quartz gecraftet und Flux Dust, was mittlerweile jetzt bekannt sein dürfte, wie man das bekommt, plus Quartz Glass. Und das ist auch ein einfaches Rezept. So, wie können wir jetzt Energie erzeugen? Dazu gibt es diesen hier, Vibration Chamber. Wenn wir uns da mal einen nehmen, die wird so gecraftet: Ofen plus Eisen plus Energy Acceptor. Da sind noch ja, wird so gecraftet. Ist auch alles klar. Da haben wir alles angeschaut. So, den platzieren wir jetzt zum Beispiel mal da. Und jetzt brauchen wir etwas, woraus wir Energie produzieren können. Und das wäre in unserem Fall als Beispiel, sagen wir, Charcoal. Das können wir da reinstecken. Und jetzt seht ihr hier, das heißt, heizt auf und liefert im Moment jetzt ein bisschen Energie. Jetzt heizt sie ab, weil halt keine Energie abgegeben werden kann. Und ja, ein AE pro Tick heißt, so nennt sich die Energieeinheit von Applied Logistics. Die ist neu. Denn früher brauchte man Buildkraft oder Industrialkraft Energie und ab jetzt hat Applied Logistics sein eigenes Energiesystem. So, wir waren vorhin stehen geblieben bei den Kabeln. Und zwar, wenn ich es dann finde,
Hier, diesem ME Glass Cable Flux. Das können wir jetzt da platzieren. Und jetzt wird darüber, das kann jetzt ganz viele Dinge, hat ganz viele Funktionen, dieses Kabel. Das kann einerseits Energie von hier jetzt darüber transportieren. Andererseits kann es Data oder Items transportieren. Aber dazu dann später. Nun, es gibt die Möglichkeit, diese Energie auch zu speichern in einer sogenannten Energy Cell. Man kann da nicht wirklich sehen, wie viel Energie drin ist. Man muss einfach glauben, da ist Energie drin. Und die liefert jetzt hier wieder voll Energie. Aber es gibt von Applied Energy Sticks einen Wrench, was übersetzt Schraubenschlüssel heißt. Und da sollte man irgendeinen nehmen. Es dürften, glaube ich, alle funktionieren. Man kann den Certus Quartz oder den Nether Quartz Wrench nehmen. Der kommt direkt aus Applied Energy Sticks. Und dann schalten wir mal schnell hier in Survival Mode. Und dann kann man mit Shift-Rechtsklick kann man die Energiezelle abbauen und damit kann man sehen, wie viel gespeichert ist. Also wir haben jetzt hier Stored 13.010 AE, was 6,51% dieser Energy Cell entspricht. Ja, und ihr habt es vorhin gehört, an sich hier die Abbaute, da gibt es so einen Glaston. Und das ist, weil, ja, ganz wichtig, alle Geräte, die man von Hand oder mit einer Spitzhacke oder irgendwie abbaut, ergeben einen Glaston, falls sie falsch abgebaut werden. Weil grundsätzlich muss man alles mit so einem Wrench abbauen, denn sonst geht es kaputt. Also würde ich diese Energiezelle von Hand abbauen oder mit der Spitzhacke, dann wird sie in ihre Energie, ihre gespeicherte Energie da drin verlieren und sie wird dann wieder eine leere Energiezelle sein. Und hier wird jetzt Hand produziert. Nun, es gibt verschiedene Energiezellen, größere oder kleinere. Wir haben hier die kleine genommen, in der kann man 200.000 AE speichern. Dann gibt es die, ja, die wird übrigens so gekraftet, die haben wir uns bereits angesehen. Dann gibt es die Dense, die kann 1,6 Millionen speichern oder halt noch die Creative für diejenigen, die an was testen müssen. So, damit werden wir jetzt unser erstes AE-System bauen können, nämlich wir brauchen noch eine ME-Chest. Und die wird aus ein paar ganz neuen Dingen gecraftet. Nämlich ME Smart Cable. Da müssen theoretisch alle Kabel funktionieren. Genau, da kann man jetzt einfach auch normale ME-Kabel nehmen. Und davon kriegt man dann die Smart Kabel. Dann auch etwas Neues ist das ME Terminal. Da möchte ich noch nichts dazu sagen, weil da werden wir später dann wahrscheinlich im dritten oder vierten Part dazu kommen erst. Aber weil da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Wir platzieren jetzt mal diese ME Chest hier, hängen das Glaskabel an und jetzt hat die Strom. Aber die hat noch immer keine Funktion. Wir nehmen jetzt mal, ich würde sagen, einfach hier leere Blöcke hier. Was wir brauchen können, noch Cobblestone. So. Und jetzt hier oben steht ME Chest cannot read storage cell, weil diese ME Chest braucht eine Speicherzelle, die ich hier im Inventar habe, zum Beispiel so eine 1K ME Storage Cell. Die wird ist eigentlich noch ziemlich billig für den Anfang. Es gibt auch die größeren, es gibt einige größten sogar. Wenn ihr hier mal sehen, die sind hier, es gibt 1K, 4K, 16K oder 64K. Und die sind dann auch in ihrem Preis ziemlich teuer. Aber was teuer heißt, werden wir noch ganz bestimmt kennenlernen hier mit Applied Energy Sticks. So, was wir jetzt für einen Anfang zu tun haben, ist eine Speicherzelle hier rein platzieren. Und jetzt seht ihr hier oben, dieses Interface hat sich ein bisschen geändert. Und da können wir jetzt draufklicken. Hier. Und wir haben jetzt ein Interface, wo wir alles reinlegen können. So zum Beispiel. Und das wird jetzt alles hier auf dieser ME1K Storage Cell gespeichert. Und das ist etwas Neues, wenn es in der 1.6 schon da war, aber jetzt in der 1.7 ziemlich oft auch auftauchen würde, was ich euch auch sehr empfehle, das zu beachten. Sehr, sehr viele Blöcke haben Inventare, die an verschiedene an verschiedenen Seiten sind. Also wenn ihr da drauf klicken, hier außen rum, dann kommen ja immer in dieses Menü, in dieses Interface, wo die Storage Cell drin ist.
Wenn ihr oben drauf klicken, kommen wir hier rein. Cool. Dann gibt es hier einige Dinge, die man verändern kann. Ich mache jetzt hier mal zwei Stacks davon rein. Und hier vielleicht einen halben Stack und da einfach ein paar so, damit ihr da den Unterschied sehen könnt. Wir können die Items hier drin sortieren, beim Namen, bei der Anzahl Items, dann sind natürlich die Status Quads zu oberst und Flüchstas zu unterst, dürfte logisch sein. Ja, das für den Anfang. Man kann auch noch weitere Dinge einstellen, aber dazu kommen wir noch etwas später in diesem Mod-Spotlight. Dann kann man hier Sort Order auch verstellen, also in welche Richtung sie sortieren sein sollen. Wenn wir jetzt hier von A bis Z sortieren, dann beginnt dann hier A, B, C. Wenn wir es so machen, dann kommt dann der A am Schluss. Und hier ist es genauso, das wenigste kommt zuerst und das mit dem meisten kommt am Schluss. Eine ganz neue Funktion, die ist am Ende der 1.6 dazugekommen, ist hier Searchbox Mode. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Auto Search. Wir können hier oben jetzt mal irgendwas suchen. Sagen wir Cobble Stone, dann wird es hier angezeigt. Oder wir geben jetzt das hier mal ein auf NEI Synchronized Auto. Dann müsste der gleichzeitig hier mit NEI auch suchen. Was das für einen Vorteil bringt, sehen wir noch etwas später. Aber weil NEI noch etwas verbuggt ist, funktioniert das ja jetzt im Moment gerade auch noch nicht. Aber ich werde euch das später noch nachliefern. Der letzte Button, den wir hier haben, ist Terminal Style. Damit kann man das ein wenig verändern, funktioniert aber im Moment noch nicht. Es gibt da die Funktion, dass man das Terminal hier etwas größer hat. Mein Spiel ist jetzt hier allerdings zu klein, um das wirklich verstehen zu können, weil dann hätte man hier noch eine siebte Inventory-Seite hier halt und würde dann auch noch etwas mehr sehen, denn die Itemzahlen wären dann so groß wie hier und ja, kann auch vorteilhaft sein für diejenigen, die halt, naja, ich sag mal, nicht alles perfekt sehen. Dann gibt es auch noch etwas Neues, nämlich hier auf der Seite kommen Upgrades rein, auf diese kommen wir dann auch im nächsten Teil zu sprechen. So, damit wäre es das grundsätzlich gewesen von diesem zweiten Part von Applied Logistics. Wir können hier nochmal reinschauen, wie weit die sind. Bei 13%, okay. Ja, kein Problem. Die werden dann irgendwann halt auch fertig sein und im nächsten Part schauen wir uns noch ein paar andere Dinge zu Applied Logistics an. Ihr dürft gespannt sein, was. Also Leute, macht's gut und bis dann, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da.